Es gibt da Lebensmittel, die haben es richtig schwer auf dem deutschen Markt. Sobald sie gentechnisch verändert wurden, werden die Kunden misstrauisch. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das Schnitzel, das Ihnen letztes noch so gut geschmeckt hat, woher wollen Sie wissen, dass das nicht von einem geklonten Rind war? 15 Jahre nach Schaf Dolly ist das Klonen längst in der Tierzucht angekommen. Mittlerweile gibt es Tausende von Klonrindern und Klonschweinen. Und die haben natürlich Millionen von Nachkommen in den USA. Dort ist das Klonen für die Forschung erlaubt und für die Lebensmittelindustrie, die ihre Fleischprodukte allerdings auch weltweit vertreibt, ohne Kennzeichnung. Und weil man sich in der EU letzte Nacht wieder nicht einigen konnte, wird das geklonte Fleisch auch bei uns weiterhin im Handel nicht zu erkennen sein. Kansas im Westen der USA. Freiheit auch in der Rinderzucht. Hier ist Klonen erlaubt. Jeder darf, wenn er will. Einer, der es macht, ist Don Coover. Eigentlich ist er Tierarzt. Inzwischen betreibt Don jedoch ein Zuchtlabor und ist Farmer. Auf seiner morgendlichen Tour kümmert er sich heute zuerst um seine Mutterkühe. Viele von ihnen tragen nicht ihren eigenen Nachwuchs aus, sondern Klone. Diese Kuh trägt einen Klon. Und die da drüben, die Nummer 7, die 24, hier stehen 7 Kühe mit Klonen im Bauch. Insgesamt 200 Rinder stehen auf Dons Weiden. Auf der nächsten sind es Leihmütter mit ihrem Nachwuchs. Anders als herkömmlich gezüchtete Kälber sind diese genetisch alle gleich. Kopien, entstanden aus Körperzellen einer einzigen Kuh namens 615, ausgetragen von Leihmüttern. 615 ist eine besonders wertvolle Kuh, aber zu alt, um sich selbst fortzupflanzen. Deswegen hat Don Coover sie geklont. Wenn Tiere richtig gute Gene haben, dann lohnt sich das Klonen. Man kann sie länger nutzen. Ich glaube nicht, dass man sich vorm Klonen fürchten muss. Es ist eine perfekte Technik. Diese Kälber sind einfach klasse und wir haben die Chance, mehr von ihnen zu machen. Nicht nur Rinder, auch Schweine werden in den USA geklont. Zum Beispiel im Bundesstaat Indiana bei Farmer Steve Earnhardt. 600 Schweine hat er, davon viele Klone. Hunderte davon hat er gezüchtet, vermehrt, verkauft. Auch heute wollen Steve und sein Sohn mit ihren Ferkeln zum Großhändler, wie jede Woche. Auf der Fahrt verrät uns Steve, dass der Händler gar nichts davon weiß, dass er die Nachkommen geklonter Schweine kauft. Nein. Why not? Das ist kein Thema hier, kein Unterschied. Also brauchen wir es auch nicht zu sagen. Und tatsächlich, anstandslos nimmt der Händler das Klonfleisch an. Damit ist es im Marktkreislauf, ohne Kennzeichnung. In den USA ist das auch nicht nötig, denn die amerikanische Lebensmittelzulassung FDA hat nichts gegen Fleisch aus geklonter Züchtung. Auch Steve sieht das mit dem Klonfleisch locker. Zum Mittag gibt es Schweinekoteletts aus eigener Schlachtung. How is it? Wie schmeckt's? Good. Good. Cloned or not cloned? Geklont oder nicht? Don't know. Ich weiß nicht. Could be. Ist mir auch egal. Doesn't matter. Zurück bei Don Coover in Kansas. In seiner Firma SEK Genetics erfüllt der Chef die Aufträge von Farmern aus den ganzen USA. Super Kühe und Super Bullen wollen die Züchter und geben rund $20.000 für das Klonen aus. In diesen Tanks lagern tiefgefroren hunderttausende Samenportionen von Bullen. Jede kostet mindestens $30. Das Geschäft mit Samen, Eizellen und Embryonen ist lukrativ und überzieht den Globus längst wie ein Netz. Per Knopfdruck im Internet ist die Bestellung an jedem Ort der Welt.
Im globalen Fleischhandel mischen auch Argentinien und Brasilien mit. Sie sind sehr aktiv im Klongeschäft und exportieren ihr Rindfleisch in die ganze Welt. Vermutlich auch das geklonter Tiere. Ich nehme an, und es gibt keine anderen Hinweise, dass solche Tiere längst im argentinischen Lebensmittelkreislauf sind. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie Klonprodukte oder die Nachkommen von geklonten Tieren nicht längst exportieren. Aber ich weiß es nicht genau. Wenn das Fleisch aus Südamerika in Europa ankommt, können auch Experten nicht mehr feststellen, ob es von den Nachkommen geklonter Tiere stammt oder nicht. Für Verbraucherschützer ein Unding. Wenn die Menschen aus welchen Gründen auch immer Bedenken haben, solche Produkte zu verzehren, dann ist es Aufgabe der Politik, diese Bedenken ernst zu nehmen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich sich auch gegen ein solches Produkt zu entscheiden und vor allen Dingen sicherzustellen, dass ihnen nicht solche Produkte untergejubelt werden. Ob sie geklonte Tiere und das Fleisch ihrer Nachkommen für die Lebensmittelindustrie erlauben soll, darüber streitet die Europäische Union immer wieder heftig. Damit ist sie spät dran. Vielleicht ist das ja gewollt. Die Europäische Union, namentlich der Ministerrat, aber auch offenbar die Kommission, versuchen im Grunde am geäußerten Willen der Konsumenten vorbei, diese Techniken zu etablieren oder sich etablieren zu lassen. So nach dem Motto, wenn entsprechend genügend klonierte Tiere oder auch klonierte Produkte im Umlauf sind erstmal, dann wird sich die Aufregung schon legen. Damit Klonfleisch nicht zufällig in unseren Küchen landet, sollte es in Deutschland eindeutig gekennzeichnet sein. Nur so können wir Verbraucher frei entscheiden, was auf unseren Teller